sun in my eyes and you in my mind. Sure, I got a lot to learn about love. Hey, summer's waiting for us, you know, the everlasting one. No matter if your heart is cold, I got plenty of time and heat for you. Ich bin übrigens wieder zu früh, es ist 7.36 Uhr. Kommt immer darauf an, ob ich meine Straßenbahn bekomme oder nicht. Deswegen muss ich jetzt beim Bäcker. Das ist aber alles nicht für mich, das sind zwei Schokohörnchen. Das sind für meine Eltern, weil ich habe denen ab und an mal was mitgebracht. Und jetzt ist mein letzter Tag, das heißt, ich komme in 6 Wochen nicht mehr hierher. Jetzt wollten die noch mal einmal zum Abschluss so ein Hörnchen haben. Jetzt habe ich noch schnell eins mitgenommen. Und es ist so warm draußen. Puh. Heute ist der erste Tag, wo es richtig warm ist. Ich glaube, wir haben 13 Grad oder so, es ist so warm. Ich schwitze mir so ein ab, ich muss erst mal Fenster aufmachen. So sehen die übrigens aus. Übrigens ist das Banane nicht, dass ihr euch wundert. Einfach Banane und Brot, das schmeckt so gut. Müsst ihr mal ausprobieren, falls ihr es noch nicht kennt. Wir waren heute als Klasse nochmal zusammen essen, da heute Phasenabschluss ist und wir Zeugnisse bekommen haben, dachten wir uns, gehen wir in den letzten 3 Stunden essen. Und wir waren bei Hans im Glück, war sehr, sehr lecker, war sehr cool, wir haben viel geredet. Ab Montag habe ich dann wieder eine Woche Arbeit und dann habe ich 2 Wochen Urlaub. Das erste Mal, dass ich außerhalb der Ferien, die ich immer hatte, Urlaub habe, also frei habe. Ich glaube, das wird ein richtig komisches Gefühl, so der erste Urlaub, wo kein anderer Mensch außer mir frei hat. Ich wollte mir jetzt eine Smoothie Bowl machen, denn ich habe heute meinen Burger ohne Pommes genommen. Das habe ich noch nie gemacht. Allerdings geht es auf den Urlaub zu und ich möchte meinen Körper so gut es geht in Bestform bringen. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, lass die Pommes weg und ess Salat. Das hat mich zwar gesättigt, aber ich könnte noch Nachtisch vertragen. Deswegen mache ich mir jetzt eine Smoothie Bowl. Ich habe auch keinen Kaffee getrunken, weil es gibt bei Hans im Glück ja immer dieses Mittagsmenü, wo man Kaffee bekommt, Getränk, Pommes und Burger. Ja, wie gesagt, den Kaffee habe ich nicht getrunken. Jetzt habe ich so einen Chip, kann es beim nächsten Mal einlösen. Und für meine Bowl benutze ich übrigens Himbeeren gefrorene. Ich benutze mein Obst immer gefroren, damit die Konsistenz einfach besser ist. Weil mich da auch immer voll viele fragen, wieso machst du es nicht einfach aufgetaut? Tatsächlich liegt es wirklich an der Konsistenz. So. Ich gebe auch noch ein paar Erdbeeren dazu. Als Joghurt nehme ich da immer den Landliebe Rahmjoghurt, mild. Heute gibt es übrigens auch mal wieder ein bisschen Acai. Da mache ich einfach so ein bisschen nach Gefühl rein. Dann einfach noch ein Stückchen Wasser.
Leute, ich habe euch vergessen, mit zum Friseur zu nehmen. Aber es ist auch nicht so viel Spannendes passiert. Wir haben einfach einen Toner über meine Haare gegeben, wie ihr vielleicht seht. Die sind jetzt wieder schön aschig und schön kühl, was ich super, super liebe. Und dann haben wir einfach noch eine Pflege drüber gegeben. Jetzt sind die so schön gepflegt. Also ich war selten so zufrieden mit meinen Haaren. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, oder ich weiß gar nicht, ob ich es hier gesagt habe, aber die Clarissa, zu der gehe ich jetzt mittlerweile seit 5 Jahren, die war auch da, als ich meine Konfi-Frisur gebraucht hatte. Und seit dem Tag gehe ich zu ihr und sie rettet alles. Sie macht Haare wieder so, so schön und ich vertraue ihr zu 150%. Deswegen, alles, was sie mit Haaren macht, macht sie einfach bombastisch. Ja. Und ich mache mir auf jeden Fall jetzt Essen. Und bevor ich das mache, wollte ich euch noch eine coole Sache sagen. Denn ich habe gesehen, dass mein Glow-Up-Video, das erste, so, so gut ankam. Da war ganz viel Resonanz auf My Müsli. Einige hatten gesagt, sie lieben die Sorten von My Müsli. Andere haben gesagt, sie würden das gerne ausprobieren, aber es ist ihnen doch etwas teuer. Sie wissen nicht, ob sie das probieren sollen oder nicht. Und da dachte ich mir, komm, wieso verlost du nicht einfach das Set aus dem ersten Glow-Up-Video an einen von euch? Damit keine Missverständnisse aufkommen, wollte ich euch einmal zeigen, was ihr gewinnen könnt. Und zwar einmal könnt ihr, das ist so ein Set quasi, ein My Müsli veganes Protein gewinnen. Ach nee, Quatsch, das ist Whey-Protein, also Müsli mit Whey. Da ist drin Dattel, Molkenproteinpulver, Aprikosen und noch ein paar andere Sachen. Falls ihr wissen wollt, wie das aussieht, schaut euch mein Glow-Up-Video an. Mein erstes ist unten in der Infobox verlinkt und dieses Mal ist es wirklich verlinkt. Dann ein Protein-Porridge Natur. Und als letztes noch eins mit veganem Protein. Da ist drin so Kars Protein-Flakes, Apfelstücke, Aprikosenwürfel und ebenfalls noch ein bisschen mehr. Wenn ihr das gewinnen möchtet, folgt meinem Account hier auf YouTube, also abonniert ihn. Like das Video und schreibt gerne einen Kommentar, warum ihr diese My Müsli Protein-Reihe ausprobieren möchtet. Oder schreibt etwas, was euch gerade einfällt, etwas Nettes. Die genaueren Bedingungen stehen auch nochmal unten, falls ihr euch das durchlesen möchtet. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Glück. Und ich mache mir auf jeden Fall jetzt erstmal Abendessen. Und bei mir gibt es heute Abend wieder eine Wokpfanne. Ich mache das immer, wenn ich Resteverwertung mache. Oder Buddha Bowls. Das sind so die zwei Sachen, die ich wirklich immer mache. Heute habe ich mich mal wieder für Wokpfanne entschieden. Und wie ich das genau mache, das zeige ich euch jetzt. Hier alle Zutaten, die ich verwende. Eier, Paprika, Lauchzwiebeln, Brokkoli, Mais und hier noch verschiedene Soßen. Ich weiß noch nicht genau, welche ich nehme. Ich nehme mal Sojasauce, ein bisschen Fischsoße, vielleicht auch Teriyaki-Soße. Bin ich mir nicht sicher. Die habe ich übrigens neu gekauft, weil meine ganzen Soßen schon alle sind. Und bei den Nudeln habe ich mich ein bisschen vergriffen. Das sind Gemüsenudeln. Vielleicht könnt ihr das sehen, da sind so Stückchen drin, das ist Gemüse. Das ist jetzt nicht schlimm, aber ich wollte eigentlich die normalen kaufen. Sieht mein fertiges Essen jetzt aus. Wie gesagt, das Ei drin, Brokkoli, Lauchzwiebeln. Eigentlich alles das, was ich noch übrig hat, was weg muss, ist da drin. Jetzt ist da noch Teriyaki-Soße, Sojasauce. Ich schreibe euch die Soßen irgendwo hin. Ich kann mir das nicht merken. Salz, Pfeffer und Knoblauch drin. Es ist mittlerweile Samstag und ich habe komplett, sorry meine Stimme, vergessen ein Outro zu drehen und euch auch vergessen mein Process Haul zu zeigen, weil das auch immer total viele von euch interessiert. Ich habe ja auch immer einen Rabattcode gehabt, der geht immer noch. SaskiaYT, alles groß geschrieben und ihr bekommt entweder mal 10% oder ihr bekommt extra Process Punkte oder ihr bekommt ein Geschenk. Also wenn ihr sowieso dort bestellt, dann gebt den Code gerne mit ein und ihr bekommt dafür immer was. Also ich kann es euch nur raten, dieses Mal hat meine Mom ganz viele T-Shirts und Oberteile bestellt. Die zeigen wir euch am besten morgen. Ich nehme mich wieder ein bisschen im Gym.
im nächsten Video zeigen wir die euch mal. Dann so ein Nussmix mit Haselnüssen, Cashewnüssen, Walnüssen und Mandeln. Und die sind so lecker. Das sind so Honey und Salted Peanuts. Sehr, sehr gut. Kann ich wirklich empfehlen. Dann gab es auf einmal so eine Powerbank, wo man das Handy draufstellen kann. Die lädt dann ohne Kabel, was so praktisch ist, gerade wenn man zum Beispiel irgendwie unterwegs ist oder zum Beispiel essen ist, kann man es einfach dahin stellen, dann lädt es auf und man hat dann nicht dieses Kabelgewirr. Dann haben wir hier einmal Chiasamen. Wir haben zweimal Leinsamen. Kernnüsse, glaube ich, sind das. Und Cashewnüsse. Und meine Mom und ich wollten mal gesünder backen und haben uns deswegen Mandelmehl bestellt, genau. Und das ist auf jeden Fall reich an Protein. Es ist vegan. Man kann das auf jeden Fall nur zur Hälfte mit normalem Mehl ersetzen. Also wenn man jetzt nicht unbedingt nur Mandelmehl benutzen will. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das mit dem Mandelmehl wird. Und dann habe ich mir noch ein paar von diesen getrockneten Äpfeln hier bestellt, weil die sind immer ganz cool als Snack oder als zwischendurch hatten. Das sind einfach nur 100% Äpfel, ohne Zucker, ohne alles. Genau, einfach nur getrocknet. Ansonsten würde ich mich gerne von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Vergesst mir die Verlosung von My Müsli nicht. Ein Kommentar schreiben, Abonnent sein und einfach das Video liken und schon nehmt ihr teil. Und ihr dürft natürlich auch gerne, ach, das habe ich vielleicht vergessen, euren Instagram-Namen noch dazu schreiben. Dann ist es ein bisschen einfacher, euch zu kontaktieren auf jeden Fall. Das ist aber kein Pflichtkriterium. Ihr müsst jetzt keinen Instagram-Account angeben. Ihr könnt es aber gerne tun. Ja, auch so ein bisschen Werbung. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Samstag und ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch zu einem neuen Video wieder. Ciao!